So, hier hat es jetzt noch was Spannendes, und zwar so eine halboffizielle Feuerstelle. Ja, im Grunde, grundsätzlich, jede Feuerstelle, die irgendwie baulich angelegt ist, die wirkt immer so ein bisschen offiziell. Je nachdem, in welchem Bundesland man sich übrigens befindet, gibt es auch ausdrückliche Genehmigungen eben in baulich angelegten, behördlich genehmigten Feuerstellen, entsprechenden Feuerle zu machen, beziehungsweise das gibt es in irgendeiner Form in jedem Bundesland. Es variiert ein kleines bisschen die Formulierung. Und je nachdem, wo man halt eben entsprechend ist, ist so ein Ding hier, was wahrscheinlich nicht wirklich behördlich genehmigt ist, kann ich mir nicht vorstellen, halt trotzdem schon einigermaßen zulässig. Und in anderen Bundesländern ist sowas hier definitiv nicht zulässig. Ja, aber dadurch, dass die Bank halt doch so angebracht ist, als würde sie irgendwie zur Feuerstelle gehören, die Feuerstelle selber, okay, das sind nur ein paar Steinchen, die man da hingelegt hat, das hätte jetzt auch jeder, der spontan da eben eine Feuerstelle errichten möchte, machen können. Aber die ist schon so oft benutzt worden, offensichtlich auch. Und es gab so oft niemanden, der was dagegen hat, dass ich jetzt schon sagen würde, also bevor man grundsätzlich irgendwo ein Feuer macht, dann unbedingt in so einer Feuerstelle. Vom Müll, der rumliegt, will ich jetzt mal gar nicht reden. Das ist ein altbekanntes Problem und leider halt was man häufiger sieht, ne? Aber ja, also grundsätzlich könnten wir hier sicherlich auch ein ethisch-moralisch vertretbares Feuerchen machen. Das ist gut zu wissen, weil sollte unsere andere Feuerstellenalternative eben nicht verfügbar sein, dann kommen wir halt hierher wieder und machen dann halt hier eben entsprechend unser Feuerprojekt. Ja. Das ist wirklich gut zu wissen. Aber ja, Grauzone, ne? Also bei dem Bauaufwand könnte sie auch wirklich offiziell sein. Ist halt schwer zu sagen. So, hier haben wir jetzt schon das erste Birkenrindenmaterial gefunden. Natürlich kann man und sollte man nach Möglichkeit Birkenrinde immer vom toten Baum nehmen. Aber es gibt auch Fälle, wie hier zum Beispiel, da sitzt die Birkenrinde derart locker am Baum, dass man sie ohne jeglichen Schaden zu verursachen einfach abpflücken kann. Ja, da geht dann wirklich nichts kaputt. Das ist die alleräußerste, sich ohnehin selbstständig, der Baum verliert nämlich die Birkenrinde auch natürlich nach und nach, abschälende Version von Birkenrinde, kann man wirklich problemlos einsammeln. Was man nicht tun darf, ist auf jeden Fall ein Werkzeug verwenden. Also das heißt, das kann man schon, wenn man den Baum killen möchte, aber solange man das nicht will, dann kann man hier sowas, was sich natürlich abschält. Aber nur das, was sich natürlich abschält, also nicht mit Gewalt rangehen, das kann man dann ernten und so an ein bisschen Birkenrinde kommen. Natürlich ist das mühsam und das dauert auch eine Weile, bis man mit der Methode seine Birkenrinde zusammen hat. Aber es ist die einzig wahre, baumschonende Variante. Und was man auch der Fairness halber dazu sagen muss, was hoffentlich niemanden dazu verleitet, jetzt Birkenrinde überall da abzuziehen, wo es eben nicht schadfrei möglich ist. Die frisch vom Baum hat die beste Qualität. Die brennt deutlich besser als das tote Zeug, was dann gegebenenfalls am Boden rumliegt. Jo, ich sammle hier noch ein bisschen weiter, aber gesehen habt das. So, da haben wir jetzt ein kleines Wässerchen gefunden. Das fließt hier gemütlich eben entsprechend runter und fließt logischerweise eben in das große, nicht näher bestimmte Wässerchen. Und man kann es hier ganz gut entsprechend sehen und auch sehr gut sehen, insbesondere da, dass das sehr klar ist. Ich gehe mal noch ein bisschen näher ran. Damit wäre Punkt 1 erfüllt. Damit wäre Punkt 1 Wasser finden wirklich erledigt. Kamera darf nicht umfallen. Das ist wirklich sehr, 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 sehr klar. Des Weiteren müsste es ja eigentlich hier am Unterlauf, also kurz bevor es eben entsprechend mündet, da hinten mündet es nämlich schon, ist der Nährstoffgehalt im Wasser am höchsten. Heißt, je weniger weit das unterwegs ist, je näher man an der Quelle ist, desto geringer der Nährstoffgehalt im Wasser. Das ist gut, weil für irgendwelche Schadorganismen, die wir im Wasser nicht haben wollen, die uns krank machen, wenn wir sie trinken, die brauchen ja auch irgendwas zu essen im Wasser. Von Wasser allein können die sich auch nicht ernähren. Und deswegen müssen Nährstoffe entsprechend im Wasser vorhanden sein. Ups. Oh.
damit die damit was anfangen können. Und da das Wasser hier immer noch, jetzt selbst beim Unterlauf, so klar ist und sich lediglich so ein ganz bisschen schwarze Partikel, da wo sich halt überhaupt keine Wasserbewegung befindet, abgelagert haben, aber in jüngeren Bereichen des Bachs, die halt schon noch nicht so lange fließen, noch alles wirklich absolut klar ist und sich überhaupt nichts abgelagert hat, wären das jetzt also alles mal Indizien, die dafür sprechen würden, dass es sich um Trinkwasser handelt. Das nächste, was man tun kann, ist die Wasserqualität dahingehend überprüfen, dass man mal schaut, ob es riecht. Dafür muss ich jetzt doch mal in die Knie gehen. Das ist zwar ungesund, aber mache ich jetzt trotzdem. Schatz, kannst du aufpassen, dass die Kamera nicht umfällt? Ja, Moment. Mhm. Ich halte sie. Du hältst. Hoppa. Kleine Geschmacksprobe. Also riecht nicht und schmecken tut's nach? Nichts. Nichts ist genau. Dann hätte ich hier was zum Auffüllen. Jawohl. Und dann machen wir voll. Dann gibt mal Wasser. Das ist immer gar nicht so einfach, wenn man nur so einen Gegenfluss hat, also so einen, der nicht gut ist, sich dann die Flasche richtig voll zu machen. Außerdem hat man dann gerne mal noch kleine Schwebstöffelchen im Wasser drin. Das ist zwar nicht schlimm, aber will man vielleicht nicht unbedingt. Ich mach mal das Mikrofon runter zu ihm. Das brauchen wir ja jetzt nicht alles filmen. Kannst du mal Schnitt machen. So, das hier ist jetzt unser Wasser. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass die Kamera mir nicht umfliegt. Wir haben einen ganz leichten Schwebstoffanteil im Wasser. Das liegt einfach daran, dass man es eben beim Abfüllen nicht irgendwo rausnehmen kann, wo halt gerade keine Schwebstoffe sind, sondern meistens bei irgendwelchen Stellen, wo so eine kleine Mini-Stromschnelle herrscht. Und da wird dann gerne mal ein bisschen Schwebstoff aufgewirbelt und der landet dann im Wasser. Das Zeug ist vollkommen harmlos, kann man also problemlos mittrinken. Und das hier ist wirklich klares Trinkwasser. Auch gerade wenn man eine Flasche dabei hat, die durchsichtig ist, kann man nochmal wunderbar überprüfen, ob die Klarheit des Wassers gegeben ist. Also wenn man da wirklich absolut durchgucken kann und überhaupt keine Trübung feststellt, ist immer ein sehr gutes Indiz dafür, dass es sich eben um Trinkwasser handelt. So, ein Ameisenhaufen. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt vorschlage, dass man Ameisen essen kann. Aber Ameisen haben ja die gute Ameisensäure. So, und wenn man jetzt irgendein Tuch dabei hat, zum Beispiel ein Buff, ich will die Ameisen jetzt nicht unnötig stressen, ja, das müsst ihr mir einfach glauben, weil ganz ehrlich, ist völlig unsinnig, aber theoretisch, also jetzt gerade aktuell unsinnig, theoretisch, wenn man da jetzt ein Tuch drauflegen würde, also flächig einfach auf den Ameisenhaufen, dann deckst du deren Haufen ab und das mögen die nicht und dann fühlen sie sich angegriffen. Dann werden sie entsprechend dieses Tuch sicherheitshalber einfach mal angreifen und zwar indem sie reinkneifen mit den Mundwerkzeugen, was nicht weiter dramatisch ist für das Tuch, und indem sie eben entsprechend Ameisensäure drauf absondern. Diese ist dann wieder interessant, weil Ameisensäure ist relativ intensiv, sag ich mal, von der Säureleistung her. Und man kann dieses Tuch, das damit Ameisensäure getränkt ist, eventuell dann nutzen, wenn man zum Beispiel eine verstopfte Nase hat, dann wirkt das etwas lindernd bei Schnupfen und ähnlichen Sachen. Ja, also auch generell bei grundsätzlich Erkältung, bei Husten, bei sonst was, ist so ein Tüchlein mit Ameisensäure zum erstmal ein bisschen vors Gesicht halten und die Dämpfe, die davon abgegeben werden, dann einatmen, wirkt etwas lindern. Man darf sich jetzt keine Wunder erwarten, beziehungsweise viele Leute werden wahrscheinlich durch den Placebo-Effekt dann noch entsprechend verstärkt wirklich das Gefühl haben, dass sie jetzt wieder unglaublich toll atmen können, weil man einfach dran glauben möchte, dass so eine Methode wahnsinnig gut funktioniert. Sie funktioniert auch tatsächlich und wenn man dann eben mit dem Glauben trotzdem noch mehr Linderungen erfährt, als tatsächlich rein chemisch gesehen möglich ist, dann ist das doch eine gute Sache. Da braucht man sich auch dann gar nicht drüber beschweren oder drüber lustig machen. Also insgesamt, also die eine Nutzungsmöglichkeit für einen Ameisenhaufen. Ja, man kann Ameisen theoretisch auch essen, aber die Biester sind relativ wehrhaft. Das macht also keinen Sinn, jetzt wirklich im größeren Stil Ameisen essen zu wollen. Wenn man sie nicht killt, bevor man sie isst, schmeckt man es. Ja, die sind dann sehr, sehr sauer. Ich habe schon mal ein paar Mal in meinem Leben aus Versehen eine gegessen. Nie mit Absicht, aber manchmal kommt das eben vor, wenn man nicht damit rechnet.
dass man da mal plötzlich einen im Mund hat. Insbesondere, wenn man mit einem Ameisensauger arbeitet, also so einem kleinen Gerätchen, wo man die Ameisen einsaugt, weil man sich daheim ein Terrarium mit Ameisen anlegen möchte. Habe ich als junger Bub, habe ich das mal beschlossen, dass das eine gute Idee wäre. Hat auch eine Zeit lang funktioniert. Leider sind sie dann eingegangen, weil ich hatte ihnen wohl Zuckerwasser zur Verfügung gestellt, was sie theoretisch trinken hätten sollen, aber hat trotzdem nicht funktioniert. Ich weiß bis heute nicht, woran das genau gelegen ist. Vielleicht recherchiere ich das eines Tages. Ja, keine Königin, meint Evelyn, das stimmt. Ja, aber eigentlich sollten sie daran nicht allzu schnell zugrunde gehen. Langfristig gesehen, ja, man kann keine Ameisenkolonie ohne eine Ameisenkönigin anlegen. Aber ja, gut, das zum Thema Nützlichkeit von Ameisenhaufen. In der Zwischenzeit ist Frau hier fleißig am Sammeln. Irgendwas Mysteriöses sammelt sie da offensichtlich. Und wie man vielleicht erkennen kann, wenn man sich auskennt, sammelt sie da Heidel- oder Blaubeeren, Vaccinium myrtillus, und hat schon offensichtlich ein ganz schönes Portionchen zusammen. Also gibt auf jeden Fall eine gute Ergänzung für die Haferflocken später. Haferflocken mit Beeren sind dann plötzlich lecker. Ich krieg dafür Zuckerzimt, ne? Und einen kleinen Hauch mehr Haferflocken, wenn sie dann eben entsprechend mehr Beeren hat. Das ist eigentlich schon sehr gerecht von dir, Schatz, wenn ich so drüber nachdenke, dass ich ja selber schuld bin, dass ich keine Beeren mampfe. Dass ich mein Futter selber zusammensammle? Sie meint, dass sie ihr Futter selber zusammensammelt, ist sehr fair von mir. Ja, und dann ich mehr vom anderen kriege, ganz genau. Ja, wir können sie nicht verstehen, sie ist zu weit weg und mit dem Wind geht das halt nicht ohne Windmikrofon. Ich zeige die Heidelbeere noch mal kurz vor, damit derjenige, der keine Ahnung hat, das Ding auch erkennt, wenn es gerade keine blauen Beerchen dran hat. Ja. Ja, also hier nochmal die Beute in wenigen Minuten sammeln. Ich habe jetzt einen Wendebeutel draus gemacht, hier geknickt. Hier hat es Heidelbeeren, hier sind die Brennnesseln. Wendebeutel, sehr gut. Ja, also mit Heidelbeeren kann man wirklich, insbesondere da die nicht selten sind, wenn sie vorkommen, dann sind sie häufig, damit kann man sich wirklich ernähren. Also das wäre kein größeres Problem, abgesehen davon, dass ich halt einfach nicht so ein Obstfan bin. In einer Notsituation hätte man hier wirklich reichlich Möglichkeiten. Ja, und da muss ich mich auch schon gleich wieder selber korrigieren, weil ja, man kann sich natürlich eine Weile lang jetzt von den Heidelbeeren ernähren, aber ewig reicht's nicht. Wer vielleicht Into the Wild mal gesehen hat als Film oder als Buch gelesen hat, ich glaube, da heißt geringfügig anders, oder sonst irgendwas von Christopher McCandless, ich kann den Namen immer so schwer aussprechen, mal was gehört hat, der sich eben selber Alexander Supertramp genannt hat, als er eben auf Reise war und zum Idol diverser Leute geworden ist und von manchen anderen Leuten, Entschuldigung, ja, ich will jetzt den Mann nicht schlecht machen und will niemanden schlecht machen, der ihn toll findet, aber von manchen anderen Leuten wird er halt für einen Idiot gehalten, weil er völlig unvorbereitet, ohne eine Ahnung zu haben, unbedingt nach Alaska musste und da dann halt eben entsprechend daran auch gestorben ist, dass er unvorbereitet war. Das ist so der Hauptgrund, weshalb er gestorben ist. Gut, vielleicht ist er verhungert, vielleicht hat er was Giftiges gegessen, wie auch immer, aber alles Sachen, die man hätte eben vermeiden können, wenn man dann vorbereitet gewesen wäre. So, und seine Henkersmahlzeit, das letzte, was man bei ihm dann als Mageninhalt noch gefunden hat, was wohl das letzte war, was er gegessen hat. Noch so ganz kleine Restchen davon, bevor er dann eben entsprechend da als verhungerter Leichnam aufgefunden worden ist, ist Blaubeeren. Ja, also Blaubeeren hat er wohl gehabt. Die Frage ist, kann man tatsächlich langfristig gesehen genügend Blaubeeren sammeln, um damit halt dann eben gänzlich zu überleben? Da braucht man schon auch ein sehr, sehr großes Gebiet. Ja? Also man muss schon viele von den Dingern mampfen, um wirklich auf die Kalorien, die man auch verbraucht, beim Sammeln selber auch, entsprechend zu kommen. Und die sind dann irgendwann mal alle. Es gibt zwar viele davon, aber halt auch nicht unendlich viel. Und wenn man dann lange Zeit an einem und demselben Ort bleibt und nicht großartig weiterzieht und nicht immer weitere Exkursionen macht, dann sind die irgendwann alle. Außerdem gibt es noch andere Tiere, die die gerne mögen. Das heißt, die sind nicht nur für uns, für den menschlichen Verzehr entsprechend da. Ja, so, jedenfalls, wir gucken uns die Teile jetzt mal ein bisschen näher an.
So, bitte sehr, so sieht die Pflanze aus. Das ist ein Strauch mit grünen Stängelchen. Ja, also wie wenn man hier jetzt ein bisschen, da könnt ihr sehen, die Stängelchen selber sind auch grün. Die sind bis fast ganz unten grün und ganz unten verholzen sie dann und werden leicht bräunlich. Die Pflanze ist eben also ein kleiner Strauch, ein Zwergstrauch nennt man das Ganze. Wird bis zu, na, ich sag mal, 60 cm hoch, wenn es eine hohe ist. Wir können in Deutschland und anderen Regionen der Welt, die eigentlich relativ warm sind, auch noch mal ein bisschen höhere finden. Je höher die wird übrigens, man spricht da von der Bonität der Heidelbeere, desto besser die Wachstumsbedingungen generell auf diesem Stück Boden. Wenn wir also sehr hohe Heidelbeeren finden können, dann könnte dieser Boden sogar zur Not, nicht gut, aber zur Not auch ein bisschen landwirtschaftlich nutzbar sein. Das wäre also für Survival-Zwecke auch ganz interessant. Heidelbeere kommt grundsätzlich nur auf saurem Boden vor, ist ein Säurezeiger, ein sogenannter. Und wenn man es eben mit sehr saurem Boden zu tun hat und weiß, woran man sauren Boden erkennt und weiß, wohin man gehen muss, um sauren Boden zu finden, dann hat man zumindest in Deutschland und gerade wenn man dann ein paar hundert Meter über dem Meeresspiegel sich befindet, aber es gibt die auch direkt an der Küste, mitunter hat man eine sehr gute Chance, die eben zu finden. Die Bärchen selber sitzen hier eben entsprechend an der Pflanze. Sie blüht sehr unscheinbar, das wird man nicht groß zur Kenntnis nehmen können. Und es tut mir leid wegen der Wackelkamera, aber ich kann das jetzt gerade anders nicht machen. Und ja, jetzt haben wir es gesehen. Ja? Woran erkenne ich einen sauren Boden? Sauren Boden kann ich entweder haben, wenn ich saures Ausgangsgestein habe, also ein Stein, der, wenn es drauf regnet und wenn die Jahrhunderte an ihm nagen, einfach zu einem sauren Boden verwittert. Das wäre in diesem Fall hier, wo wir uns befinden, der Buntsandstein. Das sagt jetzt nicht allzu viel aus über den Ort, an dem wir uns befinden. Der komplette Nordschwarzwald besteht mehr oder weniger aus Buntsandstein, ist also jetzt nicht so speziell. Zweitens können sie vorkommen in und an Mooren, weil da auch immer im Moor selber ein Versauerungsprozess eben entsprechend stattfindet, der in der näheren Moorumgebung unglaublich saure Böden erzeugt, wo die Heidelbeere sich sehr, sehr wohl fühlt. Also es kann für die Heidelbeere fast nicht zu sauer werden. Fast nicht. Nur ganz extrem ist es dann irgendwann wirklich zu spät, beziehungsweise dann gibt es andere Faktoren, die sie am Wachsen entsprechend hindern. Also in der Umgebung von Mooren kann man auch immer fündig werden. So, und wenn man einen Nadelwald hat, das hier ist jetzt eher ein Mischwald, ja, gut mit viel Tanne drin. Tanne ist natürlich was Schönes, auch generell ein schönes Waldbild hier gerade. Aber wenn man einen solchen hat, dann werfen Nadeln ja auch entsprechend Nadelbäume Nadeln auf den Boden, so rum. Und wo viel Nadelstreu zusammenkommt, wirkt diese als saure Schicht auf einem ansonsten möglicherweise nicht sauren Boden. Sind wir also in einer Landschaft unterwegs, wo wir zum Beispiel Kalk als Ausgangsgestein haben, und das wissen wir, dann wäre eigentlich nicht mit Heidelbeere zu rechnen, weil Kalk eben einen nicht sauren Boden, einen relativ pH-neutralen Boden gibt. Ja? Und keine Heidelbeere dann anzutreffen. Aber ist genügend Nadelholzstreu vorhanden, also so eine blöde Fichtenmonokultur und genügend Licht, ja, das sind die beiden Faktoren, die die Heidelbeere braucht und ein bisschen Regen, aber das sollte nicht das Problem sein, das gibt es überall, dann kann die auch auf einem Kalkstandort trotzdem wachsen, weil sie mit ihren Wurzeln einfach in den sauren Hinterlassenschaften der Fichten, die da rumstehen, wächst. Und ja, also so kann man dann auf einem kalkreichen Standort trotzdem Säurezeiger pflanzen, wie eben die tolle Heidelbeere, die essbar, eben logischerweise essbar ist, das muss ich niemandem erzählen, gefunden werden kann. Genau, das wollte ich eigentlich nur erzählen. Dann helfe ich mal ein bisschen sammeln. So, dala, jetzt mal wieder ich im Bild. Wir haben hier ein ganzes Feld, leider oder dankenswerterweise, je nachdem in welcher Situation man sich gerade befindet, vom japanischen Staudenknöterich. Den kann man jetzt für viele verschiedene unglaublich krasse Dinge verwenden. Zum Beispiel, man kann sich dahinter verstecken. Ja, da sieht einen auf keinen Fall der Neolithikum-Zombie, wenn man dahinter verschwindet. Des Weiteren, man kann das Zeug wirklich völlig ungestraft und in riesigen Mengen platt machen und nutzen, weil das ist ein invasives Scheißzeug. Auf gut Deutsch, das Zeug wirklich ziemlich nutzlos und breitet sich unkontrolliert überall da aus, wo man es nicht haben möchte. Und deswegen kein Mensch, der auch nur ansatzweise irgendwie was zu melden hat bezüglich
Grünzeug wird was dagegen haben, wenn jemand sich relativ viel japanischen Staudenknöterich mitnimmt. Ne? Also da ist man safe beim Sammeln. So, das Zeug hat einen hohlen Stiel, wie man hier sehen kann. Hier bei diesen Segmenten, ist ein bisschen wie Bambus, sind sie nicht ganz durchgängig. Das heißt, da ist das Ganze verschlossen. Die müsste man also durchbohren, wenn man wollen würde, dass man ein ganz langes Rohr bekommt. Aber da es die auch in ziemlich, ziemlich dick gibt. Scheiße, jetzt habe ich kein Messer. Das Messer hat Frau. Messer wird geliefert. Kann man mit denen relativ... Bleiben, ne? Ja, du musst im Schatten bleiben. Wir nehmen ein paar mit, dann können wir versuchen, ein Blasrohr zu basteln. Machen wir. Ein Blasrohr-Puste-Contest machen. Okay. Ja, jedenfalls, es gibt die auch in dick. Ich hole mal einen dicken. Und hier kann man sehen, mit dieser Dimension von Rohr kann man schon was anstellen. Ja? Also man kann sich Wasserleitungen, theoretisch, wenn man dann technisch in der Lage ist dazu, damit improvisieren. Man kann sich auch Wassertransportgefäße improvisieren. Weil nochmal, bei den Segmenten ist das Ding jeweils dicht. Wenn ich mir das jetzt hier abschneide und da abschneide, dann habe ich in der Mitte ein wasserdichtes Segment, kann mir oben ein kleines Löchlein reinbohren, da Wasser reinfüllen. Ich nehme das mit, ich zeige euch das nachher. Und ja, dann hat man damit wirklich ein Wassertransportgefäß und das Löchlein kann man damit mit dem Ast in dem entsprechenden Durchmesser auch wieder halbwegs dicht verschließen. Natürlich ist das nicht super, super dicht, aber es reicht zum Wassertransportgefäß improvisieren. Und da ist das blöde Staudenknöterich, was unglaublich nützlich ist. Übrigens, die jungen Pflanzen, jetzt nicht so ein dickes Rohr wie das hier, kann man auch kochen und essen, enthält aber nahezu fast keine Kalorien. Ich würde es also, wenn ich keine anderen Nahrungsmittel mehr finde, würde ich behaupten, der hier wäre eins. Wenn ich noch genügend anderes Zeug finde, dann zählt er nicht bei den Nahrungsmitteln mit. Ja, aber wir nehmen uns jetzt mal ein bis zwei Segmente mit und dann können wir nachher Wassergefäß improvisieren. Drei? Drei. Okay. Ja. Chefin sagt, ich soll drei Segmente. Dann mache ich drei Segmente. Ja, das Zeug ist zwar gut zu schneiden, aber in der Dicke dann doch ein bisschen hart. Da muss man doch ein bisschen Kraft aufwenden. So. Wassergefäß improvisieren steht zwar eigentlich nicht auf der Liste, aber Gefäß, Transportgefäß improvisieren steht schon auf der Liste. Und wenn das andere nicht klappt mit dem Weidenkörbchen, das klappt auch, dann haben wir immerhin Wassergefäß auf diesem Wege. Das wiegt übrigens nichts, das kann man super einfach mitnehmen, nicht weiter dramatisch. Okay, weiter geht's. Cool. Ja, ja, doch,